Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, wir feiern den vierten Advent. Herzlich willkommen zum Gottesdienst mit dem Thema von der Kunst, Weihnachten zu feiern. Ich starte wiederum mit einem Zitat von Klaus Douglas, dem deutschen Theologen. Erst dadurch, dass wir Jesus bewusst in die Mitte stellen, wird aus einem Weihnachtsfest mehr als ein bloßer Gedenktag für einen Menschen, der schon über 2000 Jahre tot ist. An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus Christus. Wobei Christus ist nicht sein Name, es ist sein Titel. Denn Christus, das ist auf Hebräisch, das heißt Messias, auf Deutsch der Gesalbte. Für uns ziemlich fremd, aber damals wurden Könige, Propheten und Priester mit einem feierlichen Akt Salböl übergossen. Ein wohlriechender Segen hat sich im ganzen Raum verbreitet. Und damals wusste jedes Kind, dass Gott irgendwann einen Messias schicken würde. Den König, nicht irgendeinen. Den Priester, den Propheten. Und Jesus ist der Messias, der erwartete König. Priester und Prophet. Das macht Weihnachten zu einem ganz besonderen Fest. So wie es in dem alten Advents- und Weihnachtslied heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Und damals wurde ein Kind geboren, an das erinnern wir uns heute noch. Denn dieser Mensch, Jesus, dessen Geburt wir heute noch feiern, war gleichzeitig der Christus, der von Gott in die Welt gesandte, König, Priester und Prophet. Darum geht Weihnachten über alle Geburts- und Gedenk- und Feiertage hinaus. Rund 400 Mal bezeichnet das Neue Testament Jesus als den Christus. Aber gab es tatsächlich jemanden, der ihn gesalbt hat? Und wir finden diese Geschichte 2 Tage vor seinem Tod. Wir finden sie im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums. Vers 3. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau. Die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da ist ein Mensch namens Simon, ein Mann, der offensichtlich in einem gewissen Wohlstand lebt. Obwohl er hier Simon der Aussätzige genannt wird, kann er das zu dem Zeitpunkt nicht mehr gewesen sein. Warum? Weil einem Aussätzigen jeglicher Kontakt zu anderen gesunden Menschen verboten war. Er musste außerhalb der Stadtmauern wohnen, meistens in einer Aussätzigen, in einer, heute noch nennen wir das, Leprakolonie. Aber es ist anzunehmen, dass er von Jesus geheilt wurde. Denn Jesus hat ja mehrfach Aussätzige geheilt und vielleicht ist daraus eine Art Freundschaft entstanden. Denn unser Text legt das nahe, dass Jesus nicht das erste Mal bei Simon war. Vielleicht war es, sagen wir mal, einfach eine Weihnachtsfeier, um in unserem heutigen Kontext zu bleiben. Aber Weihnachten wird ja erst seit dem 3. und 4. Jahrhundert gefeiert. Aber nehmen wir das einfach mal an. Das heißt also, der Baum ist geschmückt und die Kerzen duften und es gibt Tannenzweige und Lebkuchen. Alles ist wunderschön und geht seinen geregelten weihnachtlichen Gang. Und dann kommt eine Frau herein. Im Lukas-Evangelium gibt es eine ähnliche Geschichte, die besagt, dass es sich dabei um eine stadtbekannte Sünderin gehandelt hat. Aber hier ist das nicht so bei Markus. Diese Frau besitzt ein teures Parfum und kann sich offensichtlich in dieser Gesellschaft bewegen. Und offensichtlich ist es ihr ein Bedürfnis. Sie hat ein Bedürfnis und das ist, Jesus in die Mitte dieser Gesellschaft zu stellen, in die Mitte dieser Feier. Sie denkt sich wahrscheinlich, es kann doch nicht sein, dass wir, um in diesem Kontext zu bleiben, dass wir hier Weihnachten feiern und niemand stellt Jesus in die Mitte. Er ist zwar irgendwie da, man ist freundlich, man ist höflich, aber neben Tannenbaum, Weihnachtsbraten und Kerzen ist er nur ein Element der Feier.
Vielleicht ist sie dankbar für Simons Heilung oder sie hat selbst Hilfe von ihm einmal erfahren. Wir wissen es nicht. Aber sie hat eines verstanden. Er ist mehr als nur ein weiterer Weihnachtsgast. Und dass Jesus in seiner Höflichkeit und Bescheidenheit eben doch auch dies ist, der Christus, der von Gott in die Welt gesandte König, Priester und Prophet. Und deshalb ist es ihr ein tiefes Bedürfnis, ihn zu salben, ihn im wahrsten Sinne des Wortes zum Gesalbten, zum Christus zu machen. Ob das ein religiöses Bekenntnis ist, das wissen wir nicht. Aber dass es peinlich ist und alle Regeln des Anstands verletzt, das können wir uns vorstellen. Schauen wir uns die Szene an. Jesus sitzt zu Tisch, er unterhält sich. Und auf einmal kommt diese Frau und sie schüttet das ganze Fläschchen mit Öl über seinen Kopf. Aber an sich ist es nicht das, worüber sich die Leute aufregen. Da heißt es in Vers 4 und 5, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Und da sehen wir den Unterschied. Sie will Jesus in die Mitte stellen. Aber sie sehen nur den Skandal, die Verschwendung, so ein kostbares Öl. Ein paar Tropfen, okay, aber das ganze Fläschchen, 300 Silbergroschen. Und es ist tatsächlich eine unvorstellbare Summe gewesen. In einer Zeit, in der 80% der Menschen mit einem Silbergroschen pro Tag auskommen mussten. Judas hat Jesus für 30 Silbergroschen verraten. Das ist ein Monatsgehalt. Aber diese Frau, die hat fast ihr ganzes Jahresgehalt dahin gegeben. Ist das nicht tatsächlich so? Hätte man nicht das Geld besser den Armen geben sollen? Und diese Frage, die stellt sich ja auch uns an jedem Weihnachtsfest. Ist das ganze Geschenkegedöns an Weihnachten zu rechtfertigen? Dann noch die Energieverschwendung durch Lichter, durch Leuchten. Die Weihnachtsfeiern im Betrieb, naja, wohl dieses Jahr nicht, denke ich mal. Aber die vielen Autofahrten für Familienbesuche, prunkvoll geschmückte Kirchen und immer wieder Essen, Essen, Essen. Kann man das rechtfertigen? Könnte, ja, müsste man nicht dieses Geld anders investieren? So haben wohl auch die Argumente der Anwesenden geklungen. Und die Frau sagt gar nichts. Vielleicht hinterfragt sie sogar ihr Handeln. Jesus selbst hat ja gesagt, man solle sich um die Armen kümmern. Aber eines weiß sie. Sie hätten das Öl wohl nicht über Jesus ausgekippt, aber den Armen hätten sie es auch nicht gegeben. Wir fordern oft von anderen, was wir selber nicht tun wollen oder werden. Und wisst ihr was, das kann man auch sehr oft in Predigten tun, wenn man auf der Kanzel steht. Und dann übernimmt Jesus das Wort. In Vers 6 und 7 heißt es, Jesus aber sprach, lass sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und mit dieser Aussage stellt sich Jesus voll und ganz hinter ihr Handeln, steht an ihrer Seite, nimmt sie in Schutz und sagt, lass sie. Und damit macht er eine spannende Unterscheidung, die leider in den meisten Bibelübersetzungen nicht deutlich wird. Da heißt es, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aber im griechischen Urtext steht wörtlich, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und erst danach, im Hinblick auf die Armen und Bedürftigen, da spricht Jesus von guten Werken, die uns als Christen aufgetragen werden. Und Jesus unterscheidet zwischen schönen und guten Werken. Wir brauchen beides, aber gute Taten können schöne nicht ersetzen. Jemand hat einmal gesagt, gute Taten geben unserem Leben Sinn. Schöne Taten hingegen verleihen unserem Leben Glanz.
Wir brauchen nicht nur das Zweckmäßige, auch nicht das moralisch Zweckmäßige. Wir brauchen auch die Verschwendung, das zwecklos Schöne, wenn unsere Seele nicht vertrocknen soll. Denn was die Frau tut, tut sie aus reiner Liebe. Und die Liebe ist eben, wie sie ist, überfließend, verschwenderisch, freigebig. Liebe rechnet nicht und sie rechnet nicht an. Und Liebe lässt sich in einer Welt, in der alles nach Zweckmäßigkeit fragt, nicht einmal rechtfertigen. Lässt sich die Zeit, die sich ein Mensch für Gott nimmt, rechtfertigen angesichts so vieler Nächster, die dringend Hilfe brauchen? Denn die Liebe eines Menschen zu Gott scheint anderen Menschen immer etwas wegzunehmen. 300 Silbergroschen, mit denen man so viel Gutes hätte tun können. Lasst sie, sagt Jesus, hört auf mit euren Rechnereien. Für euch, die ihr so ausschließlich auf gute Taten aus seid, werde ich immer nur Jesus das Vorbild. Jesus der Lehrer, Jesus der gute Mensch aus Nazareth sein. Erst diese Frau in ihrer Liebe, sie macht mich zum Christus. Erst die verschwenderische Liebe dieser Frau verleiht meinem und ihrem Leben seinen wahren Glanz. Und er sagt, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Ob Jesus wohl noch damit gerechnet hat, gesalbt zu werden? 2 Tage vor seinem Tod? Das klingt fast wie Galgenwurm, wenn Jesus hier sagt, sie salbt meinen Leib schon mal fürs Begräbnis. Denn für eine Totenbalsamierung genügen 2, 3 Tropfen von Öl nicht. Da muss schon eine ganze Flasche sein. Und diese Frau hat Jesus, obwohl sie mit Sicherheit nichts davon wusste, zum Christus gemacht, zum Messias. Sie hat das getan, was alle anderen verpassten. Sie hat die längst fällige Salbung nachgeholt. Und das praktisch im letzten Moment. Und das berührt mich. Und wir müssen uns fragen, was wir daraus lernen können. Wie wir irgendwie Jesus in die Mitte von Weihnachten stellen können und ihn sozusagen salben. Und dazu brauche ich nicht mit liebgewordenen Weihnachtstraditionen brechen. Die Frau hat ja an der Feier des Simon nichts groß etwas verändert. Aber an einem Punkt in dieser Feier hat sie Jesus in die Mitte gestellt. Und dadurch hat sie die ganze Feier verändert. Und wenn wir das tun, wird aus einem Weihnachtsfest mehr als ein Gedenktag für einen Menschen, der schon über 2000 Jahre tot ist. Wenn wir Weihnachten neu erleben wollen, könnten vielleicht auch wir uns überlegen, wie wir Jesus salben wollen. Denn erst die Salbung macht aus dem Menschen Jesus, dessen Geburtstag wir ja feiern, den Christus Gottes. Das kann beginnen mit einem Tischgebet, mit der Weihnachtsgeschichte, die man am 25.12. unerwartet an der Kaffeetafel liest. Es kann beginnen mit leiser Lobpreis oder anderer geistlicher Musik, die im Hintergrund läuft. Oder man gibt eine persönliche Geschichte zum Besten, was man mit Gott erlebt hat, wie man zum Glauben gekommen ist. Oder vielleicht nur etwas, was er in unserem Leben getan hat. Kleine Zeichen, mehr nicht. Und das nicht aus irgendeinem Pflichtgefühl Gott gegenüber, sondern einfach aus Liebe, weil wir Jesus an Weihnachten in irgendeiner Weise in den Mittelpunkt stellen wollen. Und dabei sagen wir, dass dieses Kind, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, für uns ein ganz besonderes Kind ist. Nicht einfach nur ein Mensch, das zweifellos auch. Aber vor allem ist Jesus der Christus, den Gott in diese Welt gesandt hat, um uns zu heilen, zu retten und zu segnen. Und weil das so ist, ist er es wert, dass wir ihn in die Mitte stellen. Denn allein unsere Liebe ist es, die dieses Kind salbt und zum Christus macht. An Weihnachten und an jedem anderen Tag unseres Lebens.
Und somit ist Weihnachten nicht nur ein Geburts- oder Gedenktag, sondern wir feiern Jesus als den Messias, den erwarteten König, Priester und Prophet. So wie diese Frau das erkannt hat, die kurz vor seinem Tod ihn mit diesem teuren Salböl salbte. Ich lasse euch mit einer Frage, bevor wir beten. Wie könnte ich im Weihnachtsritual meiner Familie die Person Jesus neu in den Mittelpunkt stellen? Wir wollen beten. Jesus, zeige uns in diesen Tagen, dass Weihnachten mehr ist als ein Gedenktag. Zeige uns, dass du der Christus bist, den Gott in die Welt gesandt hat, um uns zu heilen, zu retten und zu segnen. Und lass uns dem Ausdruck verleihen. Zeig uns, wie wir dich dieses Jahr in die Mitte stellen können. Vielleicht auf ganz einfache Weise, aber doch voller Liebe. Denn unsere Liebe ist es, die dich, Jesus, zum Christus macht. Herr, lass uns Weihnachten neu erleben. Amen.